Also bei Wartungsarbeiten an einem Aufzug ist dieser trotz Sicherung abgestürzt, hat einen der Mitarbeiter in dem Aufzugsschacht schwerst verletzt. Wir haben die Person inzwischen gerettet, dem Rettungsdienst übergeben. Die Person ist unter Reanimationsbedingungen auf dem Weg ins Krankenhaus. Zwei Mitarbeiter, die das Ganze beobachtet haben, befinden sich ebenfalls in Betreuung durch Rettungsdienstpersonal der Feuerwehr Hamburg. Hier haben wir zwei Notfallseelsorger bestellt, um diese Betreuung dann auch professionell fortsetzen zu können. Im Moment für uns an dieser Einsatzstelle bis auf die Sicherung des Aufzugs in dem Schacht keine weiteren Arbeiten mehr zu tun. Und Unfallursache muss Amt für Arbeitsschutz untersuchen. Das ist dann nicht mehr Aufgabe der Feuerwehr. Der Fahrkorb soll sehr weit oben angebunden gewesen sein. Genaues Stockwerk können wir nicht sagen, aber ziemlich weit oben in dem Aufzugsschacht. Es war besonders schwierig, weil man zunächst die Einsatzstelle gar nicht sah. Der Fahrkorb war verkeilt in dem Schacht und von daher konnte man gar nicht sehen, wo die Person nun liegt, wo sie eingeklemmt ist. Man musste sich dann über den Keller Zugang verschaffen, beziehungsweise es ist ein nach außen gläserner Fahrstuhl. Man kann dann von der Gartenseite aus reinsehen und hat dann ein Bild der eigentlichen Lage. Aber das muss man auch erst alles erkunden. Nachdem wir dann Zugang hatten, war die Rettung der Person auch relativ zügig, sodass wir sie dann schnell dem Rettungsdienst übergeben konnten.